benutze zwar auch keinen, aber es gibt bestimmt welche, die ohne ihr Apple gar nicht mehr leben wollen. Husten. Verstehe. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nicht. Sowas. Du meinst also, alle Leute, die ein Apple-Handy haben, würden auch ganz gut ohne auskommen? Das weiß ich nicht. Aber es ist vielfach so, dass man eigentlich erst dann so ein Gerät braucht, wenn man es sich dann mal geholt hat. Also mir ist auf jeden Fall Aber das muss aufgefallen. nicht zwangsweise ein Apple-Gerät sein, das ist halt auch bei anderen Sachen eigentlich. Ich hatte ja sehr lange kein Smartphone und dann habe ich mir eins geholt. Und wenn du eins hast, magst du es eigentlich nicht mehr missen. Weil es ist so praktisch, von überall ins Internet gehen zu können, mal eben schnell was gucken oder so. Das ist echt super. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Da würde ich meinen lieben Android auch nicht wieder hergeben. Ich habe immer noch diese komische Animation. Das Komische ist, Jo, also. mein Arm bleibt irgendwie hängen, aber meine Rüstung schlägt automatisch zu. Dein Arm bleibt hängen? Naja, mein Arm bewegt sich nicht. Wenn Damit ich mir das solltest du mal zum angucke Arzt gehen. im Inventar oder so, dann bewegt sich mein Arm nicht, aber die Rüstung schlägt immer zu. Tja. Ich würde gerne einen Elektromarf anfordern. Kriegst du das wohin? Ich brauche hier ein bisschen elektrischen Support. Ich will mir das jetzt nicht ausklügeln. Ich habe da so gar keine Ahnung von. Ich komme gleich mal vorbei. Weiß zwar nicht, ob ich da jetzt der richtige Ansprechpartner für bin, für Redstone und Co. Ich hatte da auch immer meine Ansprechpartner. So. Geh erstmal wieder rein. Geh rein. Scharf. Oh, Elektro. ein Slime. Ich habe einen Slime gefunden. Woo! Oh, sehr gut. Gleich die Stelle merken und dann irgendwie können wir dann eine Slime-Farm machen oder sowas. Das wäre schon was. Nur ein oder mehr? Ein grüner war das. Roten habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß zwar, dass es die gibt. Echt? Aber noch nicht gesehen, ja. So, ich bin jetzt in deiner Hütte. Ja, oben die Schienen. Da bräuchte ich jetzt zu Anfang die, ne, so mit Knopf betätigbar und den Rest dann halt. Ich habe nur kein Redstone-Fackeln und so. Die sind Da im fehlt Keller mir noch. unten. Ja, habe ich. Ich habe da keine gefunden. Also Schalter und so weiter, ja. Doch. Da habe ich da irgendwas Ach, hingelegt. darf ich die Tür umsetzen? Das Gattertürding? Ja, klar. Du kannst auch eins rausnehmen und halt nur das eine da lassen. So, jetzt betreten wir die heiligen Hallen des Gästekellers. Und müssen doch mal schauen. Redstone. So, da haben wir Fackeln. Ja, war ich wieder nur zu blöd zum Gucken. Passiert. Und so ein bisschen Redstone. Was willst du machen? Also du brauchst Redstone, Fackeln und Redstone, oder wie? Dass man oben halt seinen Wagen hinsetzen kann und dann auf den Knopf drückt zum Abfahren. Okay. Das möchte ich gern. Dann muss ich doch mal schauen, wie ich das hinkriege. Für alle, die sich jetzt wundern, hä? Da gibt es eine Kiste mit allen Items drin und ihr farmt die ganzen Sachen selbst. Ja, wir bleiben auch dabei, würde ich sagen. Weil das ist einfach nur für die Gäste, die dann kommen. Die dann hier sozusagen ihren Gastauftritt haben, so wie der liebe Nordwig heute. Du musst mir mal zeigen, wo das Ding starten soll. Damit die nicht irgendwie Auf der anderen Seite. auf der anderen Seite, hier vorne direkt. Ja. Damit die nicht ewig lange farmen müssen, gibt es dann diese Möglichkeit.
Ja, das Problem ist, dass das, glaube ich. Das ist eigentlich kein Problem, oder? Ist das ein Problem? Warte, hast du dein Handy dabei? Ja, warum brauchst du ein Handy für Redstone? Ja, damit ich es anrufen kann. Damit der Redstone mir sagen kann, dass das alles halb so wild ist hier. So, der läuft schon mal. Dann brauchen wir... Muss ich dir so ein bisschen was hier kaputt machen? Jo, One mod, ne? Ja, das Problem ist... One mod. Das Problem ist, dass da unten drunter nichts ist. Dass du da immer irgendwie entweder daneben oder da drunter irgendwo eine Redstone-Fackel setzen musst. Es hat da unten gerade durchs Fenster ein Creeper reingeguckt. Bitte nicht. Stop. Du musst dir irgendwie nochmal was wegen deiner Treppe hier überlegen. Die ist ja echt... Ja, wieso funktioniert das super? Ja, die ist irre gut. Die Treppe, wo man immer springen muss? Ja. Ja, ich hab nun mal nicht mehr Platz. Wenn ich jetzt noch eine vernünftige Treppe hinmache, dann ist halt Feierabend. Schief den Schaft und so. Du brauchst halt irgendwo diese Redstone-Teile, diese Fackeln, damit die Wege, über die du rüberfährst, betrieben werden. Hier müsste man das am besten so machen, dass man das irgendwie unterirdisch baut, aber das geht ja relativ schwierig, weil unten drunter ja schon die nächste Ebene ist und du da nicht genug Platz hast. Ich könnte die einfach oben draufsetzen. Nachträgliche Installation ist immer scheiße. Ja. Ist alles wie im wahren Leben hier. Also ich hab die jetzt einfach mal rein provisorisch da irgendwie mit draufgesetzt. Jo. Kabel verlegen, das habe ich gestern mal probiert. Ich will mein Heimnetzwerk mal hochpumpen auf Gigabit. Und dann, ja, keine Leerrohre im ganzen Haus, das ist schon ein bisschen doof. Da bist schon ein Weilchen beschäftigt, ne? Ah, wenn du dann irgendwie sehen musst, von Raum zu Raum zu kommen. Das ist ja traurig. Jetzt sind halt hier diese, warte mal, den kann ich da hinsetzen, theoretisch. Ne, geht nicht. Warum geht das nicht? Dann muss der da bleiben. Jetzt baust du wirklich eine Achterbahn oben rein, hä? Ja, wenn es gewünscht wird, ne? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Wie soll ich denn jetzt hier lebendig wieder rauskommen, wenn jetzt überall draußen die ganzen Viecher rumlaufen? Gar nicht. Können wir es mal hinlegen? Das ist irgendwie eine gute Idee. Ich muss nur irgendwie... No, nein! Also ich lege ihn schon mal hin. Wir haben mal kurz AFK. Oh ja, ich habe den Creeper abgehängt. Ihr wollt schlafen? Ja. Yep. Dann muss ich einmal ausloggen. Ich tapp aber nicht, weil ein Monster ist in der Nähe. Oh, super. Dann musst du dich auch ausloggen. Ja, Monster sind hierbei. Oh, jo. Was sagt eigentlich das Zeiteisen? Das Zeiteisen sagt ungefähr 5 oder 10 Minuten noch und dann ist die Folge, glaube ich, auch wieder vorbei. Oh. Bin ich ja gar nicht fertig. Ich bin ausgelockt. Ich bin ausgelockt. Jetzt könnt ihr wieder rein. Wir können natürlich auch noch ein bisschen länger machen. Dann würde ich aber sagen, mit Pause. Zwischendurch. So wie letztes Mal quasi. Ja gut, aber wir spielen jetzt schon 2 Stunden und letztes Mal haben wir insgesamt 2 Stunden gespielt. echt? Ja. War das so lange? Das war echt lange. So, jetzt habe ich das ganze Redstone eingepackt und habe es noch nicht wieder zurückgelegt. Erstmal alles einpacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Mhm, so grundsätzlich. Staubsaugermäßig. Ist eigentlich eine Möglichkeit, sich eine größere Menge an Files zu machen? Oder muss man dann immer Federn für und so? Ich glaube, man braucht da immer Federn für. Ja. Oder eine Konsole.
Also oder einen netten Admin. Eingabe, so, ja. Hier sind schon wieder viele Schafe unterwegs. Ein bisschen Liebe verteilen. Die haben kaum noch eine Möglichkeit hier was... Die Schafe haben kaum noch eine Möglichkeit was zu essen, weil der blöde Schneemann den ganzen Boden versaut. Wächst da denn nichts, ne? Nee, die kommen da nicht ran. Oh. Also sah auf jeden Fall so aus. Ja, du kannst sonst den Schneemännern auch den Gar ausmachen. Das ist nett, danke. Also ich bestehe nicht darauf, dass die... Oh, jetzt ist hier mitten in... direkt... Nein, 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 nein! Oh Gott, da ist jetzt ein blöder Creeper, der da mitten in der... vor dem... Ach, ich bin ja völlig jetzt aus dem Häuschen vor dem Gatter steht. So. Jetzt klettern die Schafe schon oben auf den Baum rauf. Klar, die haben auch Angst vor dem Creeper. Don't fear the Creeper. Gibt's doch so ein schönes Lied. Ach nee. Das von Him heißt anders. War das von Him? Don't fear the Reaper? Ich glaube schon. Womit wir wieder beim Thema Musik sind. Enter the Sandman von Metallica war übrigens richtig. Hatten wir uns ja mal drüber unterhalten. Ob das stimmt. Ich kenn das nur von Dubs oder Schubs the Zombie. Kennt ihr das Spiel? Nein. Da ist auch so ein The Sandman-Track. Okay. Schubst den Zombie. Stupst der Zombie, genau. Doppel B, glaube ich. Sehr cooles Spiel. Wenn ihr mal Langeweile habt, oder Kurzweile habt. Kurze Langeweile habt. Lange Kurzweile. Dann kann ich euch das sehr empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es davon überhaupt ein Let's Play gibt. Ich habe noch nie was davon gehört. Ich hoffe, das Spiel gibt es. Ich weiß jetzt hier irgendwie gerade. Die ganzen Leute sind gerade am googeln. Ja. Was meint der denn nur? Das gibt's doch gar nicht, das Spiel. Erzählt er nur wieder Mist. Wieder. Durchgehend eigentlich. Hat sich da was geändert? Oh, ich habe eine Höhle gefunden, ein Dungeon. Cool. Irgendwer war hier schon mal, es sind ganz viele Fackeln aufgestellt. Hat irgendwer von euch ein Dungeon im Keller oder so? Ich, ungewohnt mir, ja. Ich war hier schon mal drin gewesen, oder nicht? Mir war so. Ach, stimmt. Ist schon wieder so lange her und ich freue mich jetzt gerade darüber. Und ein paar Aufnahmen früher waren wir hier schon unterwegs, stimmt. Ich erinnere mich. Ach, ich verlaufe mich doch hier schon wieder. Wenn du möchtest, kannst du in die Höhle kommen, die unter meinem Bauernhaus hier ist. Ich glaube, die reicht für 5. Ich will eigentlich nicht rein, ich will eigentlich raus. Wobei, hier ist Eisen. Aber mein Schwert ist gleich kaputt. Das ist ja ein Teufelskreis. Hast du jetzt hier eigentlich noch ein paar Fackeln nagelassen, Marsch? Ja, ich glaube schon. Also in der Truhe unten. Ich habe aber noch welche übrig, die kann ich dir gerne wieder bringen. Ich wollte ja hier eh irgendwie raus. Habt ihr das gehört? Der Hund hatte geknurrt. Der macht immer so komische Geräusche. Meine Frau ist jetzt gerade irgendwie unterwegs. Der Melonenhund? Mein Melonenhund, ja. Und das findet er nicht ganz so gut und jetzt knurrt er hier so ein bisschen rum. Unzufrieden, wie er ist. Krummel, krummel. Ja, ja. Mann, schon wieder bin ich allein. Sowas Blödes. Und Herle hat nichts anderes zu tun, als irgendwelche blöden Aufnahmen in irgendwelchen Spielen zu machen. Wer schaut sich sowas denn an? Kann er mich nicht mal... kann er nicht mal irgendwie jetzt was Sinnvolles machen? Wie mich kraulen oder mir was zu essen geben? Nein? Unmöglich. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Und einen Monster-Spawner. Schlecht. Du hast eine Kiste und einen Monster-Spawner gefunden? Und Monster! Monster! Nein, lauf!
Nein, nein, nein. Oh Gott.